Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir sind in Kanarok im Netzwald unterwegs gewesen, haben Barton wiedergefunden und wollen uns jetzt mal nach Süden aufmachen, hier unten noch ein bisschen die Karte freilegen und uns dann Richtung Torkhof oder wie auch immer dieser Hof heißt. Ich habe jetzt halt nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall wollen wir uns dorthin begeben. Auf dem Weg können wir direkt die ganzen sterblichen Überreste noch einsammeln. Das ist ganz, ganz schön eigentlich. So, was haben wir denn dafür? Auf Borglins habe ich jetzt. Ist da ein Zeltlager? Da ist ein Zeltlager. Gott! Ich meine, immerhin gibt Gegner töten ja auch Erfahrung. Ein Leichnam. Zeremonieller Kyras und Studiosus Stulpen. Das scheint ein Nahkampfset zu sein. Also ein Kriegerset. Ich will aber schon alles nehmen. Danke. Ist ja gut, dass wir mal vorbeigeschaut haben. Ja. Oh, hier geht ein ganz kleiner, schmaler Weg rein. Hier gucken wir doch mal. Vorher drücken wir F5, denn dort wartet bestimmt irgendein dicker Gegner. Oh, ein Stein. Der Dampf des Sommers aus dem Wald. Wie ein Läufer in der Nacht. Oder gehauchtes Flüstern aus den Lippen der Liebsten. Geisterhaftes Blut aus dem Flussbett. Umhüllt unsere Körper mit Glanz. Der Nebel steigt auf aus dem Gras. Wir ergreifen diese schwebenden Bänder des Sommers und binden die Schönheit in unserem Werk. Nun gut. Gehe ich am Weg lang? Nö, ich gehe hier lang. Denn da hinten ist auch irgendwo eine versteckte Truhe oder ähnliches. Bots. Und wir looten. Wer ist denn Dette? Was ist Dette? Crewdog. Wer oder was ist denn ein Crewdog? Komme ich da von hinten ran? Von hinten. Ich denke eher nicht. Da oben stehen auch noch irgendwelche Gegner, die sind mir aber gerade mal vollkommen Ritze. Die Spinne. Wie bewegt die sich? Und wenn ja, sieht mich doch Crewdog. Ist der Arzt von meiner Crew. Ist der Crewdog. Ich will es wenigstens mal versucht haben. Alter! Meine Herren! Der hat mich ganz gut bearbeitet. Scheint aber, ja, ab jetzt vermute ich mal ein standardmäßiger Gegner zu sein. Ich wollte gerade sagen, hä? Bup. Bup.
Katrus. Da sind Überreste. Na gut. Gucken wir uns das mal an. Da ist noch ein Stein. Da gehe ich erstmal hin, bevor ich hier rechts abbiege. Und hier ist auch noch ein Baumstamm oder sowas. Da. So, der nächste Netzwaldstein. Die Umarmung des Netzwaldes endet nie. Mit der Kraft der Leidenschaft umschlingt sie euch. Sanfte Stille. Ein ruhiger Moment. Schlaft in dieser Wiege eines milden, geheimen Orts. Okay. So. Was ist denn Katrus? Das entdecken wir jetzt gleich mal. Vorher nehmen wir aber hier den Baumstamm mit. Baumwollschuhe. So, und dann speichern wir mal. Da ist das Lager, da gehen wir gleich hin. Ich glaube, hier kommt gleich... What? Und? Na toll. Blödes Kackviech. Dreht die sich einfach um, wenn ich gerade hinter ihr stehe. Oh, da ist eine Truhe. Die ist sogar offen. Verstandesschild. Leitende Dolche. Die machen Blitzschaden statt Feuerschaden und Schockschaden. Bisschen schlechter als unsere jetzigen. Dafür ist der Verstandesschild um einiges besser, Fragezeichen. Der braucht Zauberkraft. Guck mal einer an. Nehmen wir natürlich alles mit. Und will ich hier schon rein? Erstmal nicht. Sonst locke ich halt auch in diesem Dungeon die Schwierigkeit wieder. Und wenn wir da später für eine Quest rein müssen, keine Ahnung, in 3, 4, 5 Folgen oder wenn wir 1, 2 Level höher sind. Oh, frigide Stiefel. Dann haben wir da wieder das Problem, dass das dann halt ein bisschen zu einfach ist alles. Also ich habe das ja, habe ich es in der letzten Folge, in der vorletzten Folge gesagt, dass ich das schon irgendwie ein bisschen seltsam finde, diesen Open-World-Charakter mit Gebietslogs zu verbinden. Das ist ein bisschen seltsam. Erstmal zur Truhe. Mittel, Dietrich. Boots. Seidenernter-Tagebuch. Schau mal nach, guck. So, 4 von 6 Überresten gefunden. Hier können wir runterjumpen. Wo jumpen wir da hin? Gucken wir einfach mal. Yay, zurück auf den Weg. Wer seid ihr denn? Fire Water. Riesenratten. Wo und warum? Wenn ich das mal fragen dürfte. Wo kommen die Untoten plötzlich her? Also zumindest sah es aus wie Untote. Was soll der Scheiß? Wo bin ich hier? Ach, die Pflanze ist ein bisschen im Stein versteckt. Den Stein haben wir aktiviert. Den Obelisken. Wie auch immer. Oh, da gibt's Schrei. Junge. Ich hasse es. Was macht Lyrias Segen? Status. Effekte. Lyrias Segen. -25% Mana. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Napols Borke. Borke. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Escape.
Was wollte ich? Wollte ich irgendwas Besonderes als nächstes angehen? Hat irgendwas gesagt? Ich glaube nicht, ne? Oh, komm, wir können weitermachen. Minus 15% Sichtweite, arglose Charaktere, wenn du verschollen bist. Erhöht die Dauer, die du verborgen bleiben kannst, bevor du bemerkt wirst. Also, das muss ich jetzt erstmal wieder weitermachen. Der Schmiedekunst etc., dem ganzen Krempel werden wir uns später widmen. So, will ich jetzt... So, wir geben mal zwei in die Feinklingen und einen in die vergifteten Klingen. Dann können wir beim nächsten Stufenaufstieg auf jeden Fall die Feinklingen ausskillen und können die vergifteten Klingen weiter skillen. Deine große Erfahrung mit Giften gewährt dir eine höhere Resistenz gegen ihre Effekte. Das finde ich schon ziemlich cool. Ist auch was Passives und wie die mich schon länger schauen, wissen, bin ich ein passiver Fähigkeiten-Fetischist. Ich liebe passive Fähigkeiten. Ausfallschritt. Stürze mit übernatürlicher Geschwindigkeit an deinen Gegnern vorbei, um sie von hinten anzugreifen. Ist das schon länger freigeschaltet? Nächste Stufe, 40 körperlicher Schaden, kostet 40 Mana. Okay. Machen wir aber erstmal so. Was brauche ich denn für Raffinesse? 3, 28. Wie viel haben wir jetzt in Raffinesse investiert? 25. Also beim nächsten Stufenaufstieg kriegen wir dann quasi Rang 3. Sehr gut. Ich muss unbedingt was trinken. So, dann auf zu den nächsten Überresten. Zwei Stück fehlen uns noch. Oh, Alter. Alter, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Alter, wie ich nichts machen kann. Ich kann überhaupt nichts machen. Mann, wie ich ihn immer ein Fitzelchen zu spät davon abhalte, mich anzugreifen. Das war nicht nett. Es wird uns aber wahrscheinlich bei den nächsten Überresten ähnlich gehen. Dass uns da wahrscheinlich auch nochmal eine Spinnenhorde oder eine Gegnerhorde in irgendeiner Art und Weise erwartet. Macht aber nichts. Kriegen wir hin? Konsumgut. Vier einfache Heiltränke. Vier große Heiltränke. Und noch 14 einfache. Na gut. Mal ganz kurz, ich muss mal gucken. Ah, okay, das ist zum Ablenken, diese Schattenprismen. Habe ich in 5 Minuten wieder vergessen. Bisschen Blümchen pflücken. Ja, guck mal, da läuft so ein Hakshi. Ist das so ein Hakshi-Troll? Hallo? Danke. Boah, den können wir doch bestimmt... Den können wir doch bestimmt von hinten ein bisschen butzen. Das klingt falsch. F5. Ich guck mal, was der da so macht. Nicht wahr? Oh. Bots. Alter. Vors Knie in den Arsch. Oh,
ob ein von fünf Bergtrollen umgebotzt. 162 Goldmünzen. Ja, da legst du ihn nieder. Dann speichern wir direkt mal ab und gehen. Noch ganz schnell zu dem versteckten Baumstamm, Fragezeichen, ja, Baumstamm. Gewandte Rüstung. Wir müssen unbedingt, wenn das Inventar, das Inventar ist schon wieder fast voll, müssen wir bald mal wieder gucken, was wir denn genau gefunden haben, so alles. Tolles. Hoffentlich tolles. Sollte ich hier runterspringen? Ich weiß es nicht. Ich tue es. Hier ist der hohle Baumstamm. Das heißt, wir entdecken jetzt gleich den Hof. Kriegen jetzt hier erstmal noch Spinnenbesuch, gehe ich mal von aus. Nein. Die Gebeine zur Ruhe betten. Wo findet das denn statt? Ah, in Kannerock. Das ist eigentlich gut. Da möchte ich jetzt den Hof entdecken. Wo? Und wer? Und warum? Batz! Batz! Finde ich blöd mit den Spinnen. Weil man hat als Schleichcharakter nicht den Hauch einer Chance, seine Fähigkeiten zu nutzen. Finde ich richtig scheiße. Neuer Ort entdeckt, Torkhof. So, da gucken wir uns hier außerhalb noch ein bisschen um. Schließen natürlich erstmal die Truhe auf. Erstmal plündern. Frisch angekommen, erstmal plündern. Ich habe gerade primitive Leichenschuhe gelesen, ist auch schön. Wer will das nicht? Da hinten? Glutaugen nur. Die lassen wir mal kurz außen vor. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, komme ich... Wohin? Erstmal Stein. Stein, den machen wir noch. Wie ihr nehmt, so werdet ihr genommen. Schenkt mir eure Liebe und ich schenke euch die meine. Borgt mich und ich borge euch. Von Güte Güte erste Güte. Und Kälte auf ewig. Ach siehst du, ich muss auch unbedingt mir noch angewöhnen im Kämpfen. Entschuldigung, dass hier jetzt der Stein durch den Kampf komplett unterbrochen wurde. Mir angewöhnen in schweren Kämpfen, wenn ich denn meine Schattenleiste voll habe, die auch mal einzusetzen. Die rettet mir bestimmt oft den Arsch. Könnte ich mir vorstellen. 69 von 80. So, und hier springen wir jetzt wieder runter auf den Weg quasi. Gut. Alles klar. Dann hätten wir uns hier umgeschaut, dann betreten wir den Tockhof in einer der nächsten Folgen. Jetzt will ich aber erstmal wieder zurück nach Kannerock. In der nächsten Folge werden wir uns um unseren gefundenen Loot kümmern, werden aber erstmal schnell die Skelette dann zur Ruhe betten oder die Überreste zur Ruhe betten, die wir gefunden haben. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.